So Leute, und da bin ich wieder. Und ja, ich bin gleich wieder das Kotzen, wenn man daran denkt, wie das letzte Level aussah. Aber lasst uns mal weiterspielen. Ja. Ich habe schon wieder eine Woche lang oder so nicht mehr gezockt, aber naja. Man muss es nehmen, wie es kommt. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Dach und ja. Hier mal hoch und dann die Kiste, die haben wir letztes Mal schon gesehen. Ich dachte, da war was. Ist da jemand? Da drüben ist sie. Ich hab sie. Ja, glaube, bleib hier! Achtung, Granate! Töte die Schlampe! Was haben wir denn da? Sie ist immer noch hier. Ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Legt sie um! Sau gut. Lasst sie nicht entkommen! Habt ihr sie gesehen? Wir finden dich! Okay, gut. Irgendwas gefunden. Primäres erreicht, Item gesammelt. Weiter geht's. Findet sie! Sie ist hier irgendwo! Irgendwas gesehen? Habt ihr sie gesehen? Auf die Seiten! Vorwärts! Bewegung! Greift sie von hinten an! Irgendwas gefunden? Wir finden dich! So. Da! Ich stelle jetzt die Frage, wo lang. Lasst sie nicht entkommen! Und noch was Spaß. Räuchert sie aus! Weil die machen ein bisschen Job. So. Granate! Die ist Geschichte! Alter, ich kann mich nicht mal in Ruhe lassen. Volle Deckung! Irgendwas gefunden? Ich mich dann nicht sehen. Oder merken. Feuer! Klappt ganz gut. So, das ist ein Runtergang von den Dächern. Nicht so wie hier beim Spiel. Der sieht mich nicht. Ich schieße nur zufällig in die Richtung. Packset. So, erstmal egal. Erstmal checken. Wo muss ich überhaupt hin? Ich könnte da oben rein. Es wäre jetzt wirklich so eine Karte, ich so spielen, dass er like. Gut angebracht, aber. Naja. Ich halt gerade nicht. Ich will auch erstmal hier lang gehen, weil hier nicht ganz so viele böse Leute sind. Verschlossen. Damit hat sich das wohl erledigt. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja. Ich werde heute auch noch ein Part hochladen. Außerdem vom letzten Mal. Und ja. Mal schauen, wie ich jetzt hier weiterspiele. Und apropos, ich lade mir gerade Primal runter. Das ist ein saugeiles Spiel, finde ich. Kann man auch wunderbar let's playen. Ist wie Tomb Raider auch ein Action-Adventure. Feuer! Oh Gott. Alter, könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Da komme ich aber auch nochmal irgendwo. Und das habe ich schon mal halb durchgespielt, vom Kumpel ausgeliehen. Ist sehr, sehr storylastig, macht sau viel Spaß zu spielen. Ich muss überlegen, ob ich das noch vor oder nach Tomb Raider spielen werde. Und allgemein. Tötet die Schlampe! Wie es geht. Vielleicht kommen wir gleich runter und klatschen einfach alle um. Hängt sie ab! So. Achtung! Deckung! Granate! Macht sie kalt! Deckung! Granate! Tötet sie! Na, na. Feuer! Was bin deshalb heute? Alter, ey. Solche Opfer. Ach ja.
wieder das Gewehr, ne? Genau. So, reicht, Muni ist voll. So. Das finde ich auch mal toll. Jeden Spind zu durchsuchen. Geht hier aber anscheinend gar nicht. Also lassen wir das. Was haben wir denn da? So sehen diese Dinger hier aus. So kleine Energiebälle. Aber okay. Kann ich mit leben. Okay, ich nenne das Ding mal Leiter. Auf der anderen Seite des Daches. Scheint schon mal gar nicht so schlecht. Ja, Sturmgewehr ist doch Reichweite. Ja. Gefällt mir. Gut. Oh. Vielleicht Invisible Stuff. Da kann ich dann da wieder runter? Okay. Ich weiß nicht, ich mag es irgendwie so bei Tomb Raider Spiel von Dach zu Dach zu springen. So, will ich jetzt darüber aufs andere Dach? Ich sehe sie! Feuer! Alter! Das war ich hier. Penner. Die Ding kann doch am wenigsten halbwegs präzise zielen, oder? Irgendwie nicht. Na gut, lassen wir das. Was mache ich jetzt am besten? Aufs nächste Dach. Aufs nächste Dach. Das Runterstellen ist so eine typische Raider-Treffung. Das gab es auch schon in den alten Parts immer. Das ist so gut. Ich will das auch tun. Dann ist egal, der hat einen Schutzsturm, genau, das ist das. So, warte mal, ich schau mal kurz. Ich persönlich komme das Ganze sehr, sehr laut vor. Mache jetzt ganz mal einen kleinen Tick leiser. So, passt soweit. Jetzt kommen FPS-Lags. Was für FPS-Lags ja auch. Wir sind immer noch bei 2. Jetzt geht's hoch. Und wieder zu 2. Und wieder hoch. Und wieder zu 2. Warte mal. Kurz Fraps an- und ausmachen. Brachte jetzt nicht so den gewünschten Erfolg. So, jetzt sind wir bei stabilen 30. Damit kann ich leben. So, weiter geht's. Ich bin jetzt hier auf dem Dach, es bringt mir absolut gar nichts. Ich könnte da nochmal runter. Das war nach einer guten Idee, weil da unten ist auf jeden Fall noch etwas. Kann man hier rein? Oh Gott. Das ist keine Munition mehr. Naja, bei Will ist es auch ein Weg. Mehr gibt es hier anscheinend auch nicht. Scan nur mal die anderen Häuser ab. Ich werde hier finden mindestens noch ein. Tippe aber eher auf 2. So. Weiß ich, freue mich irgendwie richtig, hier dieses Let's Play zu spielen. Es macht halt einfach Spaß. Oh Gott. Sind Sie Amerikanerin? Britin. Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Wo ist Ihre Kommandozentrale? Нет, почаи. Что здесь нужно? Погоди, если я нас позовут, только включат от работы тревогу. Центр пришлет нам подмогу. Да ты что? Везде Афаньян, только снег извернули мочи, и ты хочешь сам идти. Durch das Tor.
Der Code ist K1879. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Genau sowas habe ich erwartet. Okay, gut. Aber den da nicht stören bei ihrer wichtigen Arbeit. Ich meine, Schnee und Wolf Pisse zu bewachen, das hat natürlich Vorrang. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber das Tor, das Sie erwähnt haben, liegt direkt vor uns. Wunderbar, das vereinfacht die Sache, oder? Ach man, warum habe ich diese FPS-Lags? Findet das Miststück! Findet das Miststück! Ja. Oh. Feuer eröffnen! Ja. Wir sind nah genug dran! Erschießt sie! So. Das war getötet. Knie sind sie aber auch irgendwie nicht gerade so die stärksten. Ich finde. Was haben wir denn da Schönes? Ein Granatwerfer. Komm, ich verschieße kurz alle Munition damit. Fällt mir gut. Aber ich finde das Sturmgewehr macht mehr Sinn. Was ist das? Ach, ich habe volle Munition schon wieder. Hey. Finde ich ja gut. Ich wundere mich schon, warum ich nichts einsammle. Ja, das ist das Tor. Da müssen wir gleich den Code eingeben. Ich hoffe, den gibt es automatisch. Eigentlich habe ich den jetzt nicht gemerkt. Oh Gott, diese FPS-Lags, ey. Ich könnte kotzen. Gehe ich erstmal zum Tor. Hier eigentlich. Es ist überall mit diese komischen Absperrungen. Ein bisschen komisch. So. Warte mal. Mach mal kurz Flaps an und aus. Okay, gut. Lol. Natürlich. Tour der Underworld. Gab's einen Sturm? Oh, stimmt. Wenn man das... Wenn man dafür einen extra Lead-Modus bekommen, muss man das ganz schön Zeit drüber machen. Dann ist die Welt nicht weg. Feuer! Ja! So, easy. Scroll erstmal hier rum. Ich wette, dahinter ist was. Komm schon, das Versteck ist so gut. Warum ist hier nichts? Fuck that. Muss der Schnee einfach nur leicht durchsichtig sein. Das sieht einfach nur ein bisschen komisch aus. Egal. Auf dem Haus ist was. Alle anderen Versuch probiere ich nicht. Na gut, wir werden es nie erfahren. Man kann das Labor von oben nicht sehen. Wir brauchen Karten. Da ist es. Puh, ziemlich weit. Ich muss nicht laufen. Ein Versorgungszug fährt direkt am Labor vorbei. Amandas Männer haben einen Vorsprung. Ich muss mich beeilen. Ups, laut der Satellitenbilder fährt der Zug gleich los. Du musst dich beeilen. So eine kleine Timing-Push-technische Sache. Ich würde der Zeit stehen. Obwohl,
bei Primal. Habe ich schon erwähnt, dass ich das gerade runterlade. Und das vielleicht auch Let's Playen werde. Und das ist auch Spaß macht. Da gab es auch so eine Stelle, da musste man was auf Zeit machen. Und man hat die Zeit nicht angezeigt bekommen. Ich bin daran so oft verreckt. Das ist unglaublich. Ah, ja, stimmt. Irgendwie wusste ich, dass das kommt. Wie meint das am besten? Ah, einfach springen. Natürlich. So, wenn es zu kurz vor Schluss merkt man, ah, der Zug ist abgefahren. Bewegung! Blankiert sie! Ja! Tötet sie! Ja! Der Zug fährt ab! Natürlich! Dann beeil dich lieber, sonst verpasst du deinen Zug! Schnell, Lara! Lass nicht zu, dass Amanda zuerst ankommt! Ich arbeite dran. Krassen FPS-Links. Ziel in Reichweite! So, ab geht's. Alter! Deckung! Granate! Meine Fresse. Wie das leckt. Gott. Jetzt muss ich auch schon mit dem Motorrad hinterherfahren. Ich frage mich, was geschafft hätte, was wäre passiert hätte, wenn ich es geschafft hätte. So, wartet. Nochmal kurz Flaps an- und ausmachen. Das hat aber auch Probleme, das Programm, Alter. Schickt sie ins Jenseits! Vergiss den Zug. Ich habe eine bessere Idee. Ich hätte ganz ehrlich interessiert, was passiert wäre, wenn ich den Zug geschafft hätte. Egal. Ich soll das Level nochmal so, aus Spaß an. Wer weiß. Oder ob es wieder eines dieser Dinge ist, wo man es hundertprozentig nicht schaffen kann. Die Landschaft gefällt mir. Meine FPS gefallen mir. 29:30. Was war das? Was ist hier los? Die kuppeln die Waggons ab. Tötet sie! Boah, einfach gerne mal weiterfahren, würde ich sagen. Das einfach so sowas machen. Ziel in Reichweite! Ist jetzt fürs Zuschauen total langweilig, aber hey! Es ist einfach! Der Fischer, ja. Töte die Schlampe! Rüstet dich wieder auf. Schickt sie ins Jenseits! Dieses Motorrad wäre schon ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht gar nicht, was ich zu sagen soll. Ich meine, ich fahre hier geradeaus. Links neben mir der Zug. Ja, mal schneller und mal langsamer als ich. Oh Gott. Was war das? Die Bodenwelle. Und ja, es passiert halt nicht so viel. Rechts neben mir ist ein paar Spaß, wenn wir nicht abschießen. Das schaffen wir aber nicht. Tötet sie! Ich muss irgendwie versuchen, auf den Zug zu kommen. Wir sind nah genug dran! Ich wollte irgendwelche Chancen finden. So was zum Beispiel. Oh Gott. Oh Gott, Baum. Feuer! Bleib erstmal. Schießt endlich! Ich muss einfach fallen. Das Zug ist der theoretisch auch nicht mehr. Ziel in Reichweite! Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Du fällst zurück, Lara! Ja, das war sogar klar. Ich brauche ein bisschen zurückfahren. Anscheinend darf ich das gerade nicht. Ja, kein Plan. Echt nicht. Feuer eröffnet! Also wirklich null Plan habe ich. Ich muss sagen, so ungefähr, wenn das so eine Endloswelt ist. Wir sind nah genug dran! Ich glaube, ich muss auf den Zug. Ziel in Reichweite! Und dann werde ich das Ganze nochmal weiterspielen, so als wenn ich von Anfang an auf den Zug gelandet wäre. So habe ich das Gefühl. Tötet sie! Oh, schauen wir mal. Tötet sie! Das geht bestimmt schon so 5 Minuten. Sau gut. Oh. Schieß endlich! Kein Plan, was ich mache. Ziel in Reichweite! Ein bisschen anders aus, oder? Täuscht das. Also ich brauche Konzentration hin. Ziel in Reichweite! Irgendwie saulangweilig. Schießt endlich! Komm schon, muss irgendwas passieren. Ich hätte wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Schickt sie ins Jenseits! Oh Gott. Ist euch übrigens auch gewesen, dass ich ein neues Headset habe? Feuer! Das war immer noch was sehr Gutes. Oh, das Let's Play und so. Ich meine, ich habe innerhalb dieses Let's Play schon 3 verschiedene Headsets gehabt, ja? Glaube ich doch zumindest. Ich muss mich hier rechts lang fahren. Schießt endlich! Feuer! Feuer! Schickt sie ins Jenseits! Ziel in Reichweite! Feuer! Das war noch eine Chance. Macht sie kalt! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Momentan fahre ich von dem Mörder aus. Schießt endlich! Ich muss verstehen, damit das so einfach ist, aber ich weiß, kann ich das selber sein. Ich werde mit dem Zug jetzt fahren. Verdammt, ich sehe fast nichts. Was ist passiert? Sie haben ein paar Waggons abgekuppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abzweigung gesehen. Hey, es passiert was. Sau gut. Oh Gott. Was mache ich? Was mache ich? Oh mein Europa. Wie knapp! Oh fuck that, Alter. Klar. Falsche Richtung, Lara! Du musst umdrehen! Oh, weg! Jetzt bekommt Amanda das Artefakt! Ich hätte nur das Gefühl, als wenn hier irgendwo ein Artefakt sein könnte, ja? Tut mir ja leid. Egal. Mal sehen, wo war der letzte Kontrollpunkt? Hier, okay, gut. So, jetzt gehen wir da nochmal rüber, aber das ist mal richtig. Hier! Muss man ein bisschen drauf achten. Da ist ein Internetcomputer. Fuck that! Nämlich ein bisschen an Need for Speed Carbon, wenn man da die Canyon Rants gemacht hat. Und dann auch
an der Absperrung einfach mal zu weit gefahren ist und dann runterfällt. Wenn man das Rennen verkackt hat. Beim letzten Gegner. Eine Dodge Viper. Die Tür bis zum geht nicht mehr. Ich finde die Dodge Viper ist bei den meisten Verspieltspielern einfach total immer. Bei mein Cover ist zumindest noch jedenfalls so. Aber mit Spawner war die eigentlich ganz okay, so relativ normal. Oh. Jetzt will ich drauf schießen. Kontrollpunkt. Da haben wir den Zug wieder. Hey. Ich frage mich echt, was passiert wäre, wenn ich da gleich drauf gekommen wäre. Also ich meine, anscheinend haben sie ja irgendwie so zwei Möglichkeiten gemacht. Einmal man schafft es, den Zug rechtzeitig zu erreichen, und einmal man kommt zu spät. Macht sie kalt! Nett. Schießt endlich! Wir sind nah genug dran! Er schießt sie! Weit so gut. Mach sie kalt! Jetzt hab ich vor Gott, dass hier was passiert wäre, wenn ich es nicht geschafft hätte. Feuer eröffnen! Ja. Egal. Ich will weiter. Knallt sie ab! Jetzt mach ich an dem Körper wieder ganz schwer. Ach, fuck. Ach, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Ich war nicht nach rechts gefahren. Ich meine, ich hänge im Level. Oh Gott, jetzt fange ich hier schon wieder an. Ja, nicht ganz. So, weiter geht's. Scheint so eine Art Medialien zu geben. Wenn man so auf den Boden guckt. Na. Gut, ich würde sie als Medialien bezeichnen, aber. Schickt sie ins Jenseits! So, egal. Schickt sie ins Jenseits! Genau, rammt euch gegenseitig weg. Oh, wie gut die sind, ey. Schickt sie ins Jenseits! Tötet die Schlampe! Aufpassen auf den Boden halten.